So we welcome Jonas Wir willkommen Ulberg. Jonas Ulberg. This talk, Attribution Revolution. Dieser Vortrag Attributionsrevolution. Bitte gebt mir einen Applaus. And yeah, stage is yours. Thank you very much. Die Bühne gehört Ihnen. Vielen Dank. Thank you all for braving this early morning and Danke, coming dass Sie to so this talk as well. Morgen gekommen sind zu diesem I'm Vortrag. I'm going to talk about the Attribution Revolution. Erzählen über die Attributionsrevolution, weil ich glaube, wir haben die Möglichkeit, Copyright auf den Kopf zu stellen, das Urheberrecht. Eine kurze Anzahl Hände. Wie viele haben mich schon sprechen hören? Nicht so viele. Wunderbar. Dann werden Sie hiervon überrascht sein. Ich werde Ihnen ein Bild zeigen. Und ich möchte kurz die Hände sehen, wie viele von Ihnen in diesem Raum wo das Bild herkommt, wenn Sie den Autor kennen oder die Serie, von der es ist. Show hands. Where is this from? Hände hoch. Okay. Woher kommt das? Fairly good. Ziemlich gut. I had a talk ich hatte last einen week in London Vortrag at in London Open Document Foundations bei der meeting. Open Document Foundation. We were talking to people who are used to zu writing Leuten, word processors, die normalerweise damit beschäftigt sind, Textverarbeitung zu schreiben. Well Und der Witz okay. ist bei Ihnen nicht ganz so angekommen. Die viele this von euch erkennen dies. Es ist XKCD, gezeichnet von Randall Monroe. Er hat einen ganz eindeutigen Stil und deswegen ist es sehr leicht zu erkennen, wenn man das sieht. Er hat auch einen ziemlich bestimmten, eigensinnigen Sinn für Humor, den man gut erkennen kann. Und ich möchte Ihnen jetzt bei folgendem Bild nochmal die Frage stellen. Hände hoch, wenn Sie das erkennen. Okay, one. Eine Person. Oh, okay. Two. Lena, you've seen this before. Lena, okay. Du hast es schon gesehen. Two people Zwei recognize Personen this one. Erkennen dies. So the rest of you might be surprised when you learn that this sein, image is in fact also by Randall Monroe. Von Randall Monroe. It is also part of the XKCD universe. Teil des XKCD Universums. Series. Nummer 7 in dieser Serie. Now, why I'm showing you this? Warum zeige ich das? Is because ist, no weil that this image zu wissen, dass dieses is Bild part of XKCD, Teil von XKCD it probably ist, changes the way verändert, that we relate to it. Wie wir damit in Beziehung stehen, wie wir darüber fühlen. Bevor wir wussten, dass es von Randall Monroe war, war dies nur eine anonyme Zeichnung, die aus meinem Zeichenbuch sein könnte oder aus meinem, auch von dem Internet kommen konnte. Aber so wie wir lernen, wissen, dass es von Randall Monroe ist, wissen wir, dass es zum XKCD-Universum gehört. Und Context, jetzt haben wir Kontext, der dieses Bild einen Wert gibt für uns. Es gibt Bedeutung für uns. Und ich kann garantieren, wenn wir das verkaufen würden, wenn Randall das Original verkaufen würde, würde er viel mehr Geld dafür bekommen, wenn dieses Wissen zum potenziellen Käufer übermittelt werden würde. Also wenn wir wissen, wo Dinge herkommen, wenn man weiß, wer der Autor ist, wann es erstellt wurde, wo es erstellt wurde, all diese Dinge sind relevant und wir sehen sie überall um uns rum. Wir sehen sie in der Wikipedia, wo Zitate benötigt werden, in der Wissenschaft. Alles, was wir, seit wir uns in die wissenschaftliche Revolution hatten, dort ist die Angabe von Zitaten die Norm und bekannt, wenn Paper geschrieben werden. Und in der Politik, nun, man kann behaupten, ist es sehr häufig, dass einer bekannten Quelle Dinge angehängt werden, damit man prüfen kann, aber als Politiker macht man die Attribution zu irgendetwas Und in Kultur und Kunst tun wir dies auch. Beim Essen, ja, da ist es vielleicht etwas weit hergeholt. Aber wenn man ein Fertigessen nimmt und an die Liste von Zutaten guckt, dann sieht man, was enthalten ist, was reingegangen ist, um dieses Produkt zu erstellen. Und das ist die Herkunft. Dies ist die Geschichte von etwas. Dies ist die Geschichte, wo etwas herkommt, wo es hergestellt werde, wer es hergestellt wurde, wann es hergestellt wurde, für welchen Zweck es hergestellt wurde und was passiert ist mit ihm, seitdem wir es bis heute gesehen haben. Wenn man in eine Galerie geht und ein Bild sich anschaut an der Wand, dann sieht man, dann wird man auch an die Informationen zum Bild interessiert sein, nicht nur das Bild selbst. Man
schaut sich an, wer es gemalt hat, wann es gemalt wurde und vielleicht auch, warum es gemalt wurde. Der Titel kann einem Hinweise geben darauf, es gibt dem Bild eine Bedeutung. Provenance, Herkunft, ist auch verbunden mit dem Aspekt der Reputation. Something that we all have around us today as well. If you look at LinkedIn, Facebook, wenn man heute sich umguckt, LinkedIn, Facebook, Twitter, es geht immer darum, die eigene Reputation zu bauen und zu erweitern. Every contribution that es geht darum, dass jede Anteilnahme, die man hat, sein Stehen in der Gesellschaft, die mit der Reputation vereinfacht wird, dadurch, dass Leute wissen, was man gemacht hat. Knowing what you have contributed to society. Und der Wert liegt daran, dass man sehen kann, was man zur Gesellschaft beigetragen hat. Ich werde eine weitere Frage stellen. Kurz die Hände noch einmal ansagen. Wenn ich sage Woofy. Wie viele wissen, was ein Woofy ist? Okay. Die müssen zur Bibliothek gehen hier nach. Ein Woofy ist eine reputationsbasierte Währung, die zuerst in Down and Out in Magic Kingdom von Cory Doctorow erfunden wurde. In dieser Story hat Cory Doctorow die Idee über eine Zukunft, in der die Währung, die wir heute haben, ersetzt wird durch Reputation. Was man tut und was man erstellt, geht auf die Woofy Quote ein und das kann dann getauscht werden für Dienstleistungen. Denn als Cory Doctorow dies schrieb, sah das alles nach Science Fiction aus. Und es ist auch so geschrieben, weil es Cory Doctorow ist. Aber ich würde behaupten, dass es nicht Science Fiction ist. Wir haben eine Reputationswährung bereits. Vielleicht nicht exakt auf der großen Skala, wie es Cory Doctorow zeichnet, aber wir haben es nichtsdestotrotz. Heute Morgen wurde ich daran erinnert, an ein Beispiel von. Wie viele kennen Advogato? Nicht so viele? Okay, das werde ich auch noch vorstellen. Okay, das ist Advogato. Advogato.org. Es ist eine der ersten, der ganz frühen Versuche zur Erstellung eines sozialen Netzwerks. Es ist ein Pionier für Bloggen im Internet, das Teilen von Erfahrungen mit anderen Leuten und es entwickelte ein Vertrauenssystem. Das Web of Trust, das Vertrauensnetz, diente dazu, um es möglich zu machen, andere Leute zu zertifizieren. In diesem Fall die Free Software Gemeinde. Advogato wurde 1999 gegründet, also vor einiger Zeit. Und es ist sehr oft zitiert worden, weil es wirklich eine der ersten Fälle ist, wo etwas wie in dieser Art versucht worden ist. Wie man sehen kann, man kann sehen, meinen letzten Login bei Advogato kann man sehen, wie alt ich bin, aber auch wie lange ich daran schon gearbeitet habe. Wenn ich andere Leute, die auf Advogato sind, ansehe, das habe ich heute Morgen gemacht, weil ich neugierig bin, dann sieht man zum Beispiel Bruce Perens, der seit 2000 dabei ist, Richard Stallman, der 2000 reingekommen ist und Bradley Kuhn, der 2001 reingekommen ist und ich, der seit 1999 dabei ist. Und das ist natürlich Teil der Geschichte. Ich war da vor allen anderen. Bin ich stolz darauf? Ich bin menschlich. Natürlich bin ich stolz darauf. Bevor all die anderen großen Leute hier auf diese Plattform kamen. Bedeutet das etwas? Nein. Aber es ist Teil des Reputationsmechanismus. Und ich werde ein weiteres Produkt vorstellen, welches mir vor kurzem über den Weg lief. So it'll again see how many of you know about this product. Und wir werden wieder mal sehen, wie viele das Produkt kennen. P2P value. Okay. One person. Chris is not here. Is he here? Okay. Ein paar Leute. Chris ist anscheinend nicht hier. Is an European Union funded project. Das ist ein Projekt, das von der Europäischen Union unterstützt wird. Es gibt hier einen sehr großen Forschungsbereich darin. Und was ich daran interessant finde in diesem Projekt, ist das, was das Ziel ist, hier zu liefern. Das finde ich sehr spannend. Ich habe zwei Sachen hervorgehoben. Das erste ist, dass sie eine föderale Plattform
liefern wollen, in der man kollaborativ zusammenarbeiten kann für Allmende-Produktion untergleichen. Und sie wollen Wertschätzungsmetriken und Belohnungsmechanismen einbauen. Und aus meiner Sicht ist das eine reputationsbasierte Ökonomie. Das sind die ersten Schritte von dem, was wir haben, auf LinkedIn, Twitter und überall sonst, wo wir über Reputation reden und versuchen, es in einen größeren Kontext einzuordnen. Eine Plattform zu bauen, die dies erleichtern kann, nicht nur die Reputation, weil ich etwas veröffentliche, aber Reputation im Sinne, dass ich etwas erstelle, dass ich etwas kreiere. Als ich begann, über der Namensnennung nachzudenken, habe ich beginnen, mit Leuten zu reden, wie Fotografen, weil viele von ihnen sehr großes Interesse daran haben, genannt zu werden und Attribution zu erhalten. Und man sieht in der Zeitung, dass alle Fotos praktisch immer zu Getty Images, AFP oder ähnlichen Agenturen assoziiert sind. Man sieht gar nicht den Fotografen. Das, was ich realisiert habe, als ich mit Leuten geredet habe, ist, dass viele Leute mir zustimmen, dass Attribution wichtig ist. Und ich habe mit Fotografenfreunden geredet und sie sagen mir, ich weiß die Richtung, in welche sich die Welt entwickelt. Ich sehe, wie Leute meine Fotos nehmen, sie teilen, sie auf Twitter hauen, auf Facebook tun. Und das ist okay für mich, weil ich weiß, dass ich die Welt nicht verändern kann und ich nicht ändern kann, wie sich Menschen verhalten. Aber wenn wir sicherstellen können, dass wenn immer meine Fotos veröffentlicht werden, ich zumindest die Namensnennung erhalte, das würde viele Bedenken, die wir haben, lösen. Leider sind wir relativ schlecht, wenn es darum geht, die Attribution zu liefern. Creative Commons Lizenzen als ein Beispiel stipulieren, dass wenn man ein Werk wiederverwendet, muss man die Attribution liefern in einer Form, die angebracht ist zum Werk. Aber wir sehen einen großen Teil der Allmende, der nicht Attribution enthält. Vor ein paar Jahren habe ich begonnen auf einem Projekt, das nennt sich Commons Machinery. Das ist eine Organisation, deren Ziel es ist, Produktionsinformationen über erstellte Werke sichtbar und handelbar zu machen. Das bedeutet, wir sollten die Metadaten sehen können, die mit den Werken, die wir teilen, verbunden sind. Leider ist das nicht immer wahr. Und es gibt viele Probleme auf dem Weg. In den frühen 2000ern, als zumindest die schwedische Regierung und ich glaube viele andere auch Regierungen begannen, die Veröffentlichungen zu veröffentlichen als Word-Dokumente, wenn sie versuchten, einen Namen zu verstecken, haben sie einfach den Marker in Microsoft Word genommen. Aber viele Leute haben herausgefunden, dass man, wenn man das Word-Dokument wieder öffnet, Ctrl-Z drückt, kann man diese Änderung wieder rückgängig machen. Auf dem PDF sieht es vielleicht okay aus, aber wenn der Block schwarz nur darüber liegt und wenn man die separiert, dann ist es weiterhin möglich, den Namen zu erkennen. Heutzutage haben die Leute so viel Angst, dass etwas geleckt wird, ist, dass die viele Leute Sachen ausdrucken, schwärzen und wieder einscannen, was natürlich völliger Wahnsinn ist, aber sie machen es aus einem spezifischen Grund, weil sie nicht wissen, dass es nicht klar ist, welche Information enthalten ist, wenn sie etwas publizieren, wenn sie ihre Dateien herumschicken, weil sie nicht sicher sein können, dass das, was sie auf dem Bildschirm sehen, nur das Einzige ist, das, was da ist. Selbst wenn sie sehr viel Arbeit machen, um alle Namen zu entfernen, die ganze History des Dokuments zu entfernen, es ist sehr einfach, dass man einfach über Dateieigenschaften gehen kann und schon hat es gewisse Namen im Titel oder im Veröffentlicher. Was wir mit Commons Machinery machen wollen, ist Metadaten sichtbar machen, damit Personen bewusst sind, welche Metadaten verschickt werden, damit sie bewusst sind, welche Metadaten vorhanden sind, wenn sie Dateien rausschicken, um es sichtbar zu machen. Aber der andere Teil ist handelbar zu machen. Und das bedeutet, dass wir einen Weg brauchen, um unsere Software zu entwickeln, sodass
auf diese Metadaten agieren kann, um uns gute Ratschläge zu geben, hilfreiche Ratschläge zu geben, Informationen über die Werke, die wir verwenden, wie zum Beispiel, wenn man ein Bild in ein Textverarbeitungsprogramm tut, dass es sagt, dieses Bild ist von diesem spezifischen Autor, können wir eine automatisierte Attribution direkt reintun. Aber man kann das nur tun, wenn man maschinenlesbare Daten hat. Wir sind glücklicherweise von der Shuttleworth Foundation unterstützt für jetzt 2 Jahre, das, was jetzt endet. Weil sie daran interessiert waren, genau wie ich, zu sehen, was passieren würde, wenn man jetzt versuchen würde, diese Ideen in die Praxis umzusetzen, wenn man Systeme umsetzen würde, die unterstützen würde, die den Erhalt von Metadaten in digitalen Werken. Wo würden Probleme auf dem Weg passieren? Und wir haben sehr viel gelernt, seit wir daran gearbeitet haben. Und für den Rest der Präsentation werde ich einen kleinen Schritt zurückgehen und ein bisschen über die Retrospektive zu erzählen, um zu zeigen, was wir gemacht haben, um hierher zu kommen, um zu zeigen, wo wir jetzt sind und dann zu zeigen, wo wir hingehen wollen, um dann zum Schluss zu sagen, was das für Urheberrecht bedeutet. Weil, wie Sie, wenn Sie sich erinnern, das war der Teil des Titels. Dies ist ein Bild von den ersten White Papers, die wir produziert haben. Dies zeigt die unterschiedlichen Standards, welche verfügbar sind, um Informationen zu übermitteln über Werke. Das sind alles Metadata-Standards, unterschiedliche Ebenen davon. Kann etwas schwierig von hinten zu lesen sein, aber wir haben zum Beispiel EXIF, was eine Metadatenrepräsentation ist. Aber es enthält auch Informationen über das Werk selbst. Es passt in beides. IPTC ist ein ähnlicher Standard wie EXIF, aber es ist von der Telegrafenorganisation gemacht worden. Und XMP kommt von Adobe. Dublin Core, ODL, was direkt eher an Lizenzen gebunden ist, hat von der W3C Herkunft und viele andere Standards. Es gibt noch viele weitere. Man wäre überrascht, wenn man sich hier recherchiert. Es scheint, dass ganz viele darüber nachgedacht haben und in der Vergangenheit wurde immer noch wieder neue Standards entwickelt. Wir lernten relativ schnell, dass es zu viele Standards gibt. Es gibt keine Möglichkeit, wenn wir nur 5% der Werke mit EXIF-Standard haben, 5% mit IPTC, 5% mit allem weiteren oder 90% mit allem weiteren. Das wäre ein Albtraum, dies mit zu machen. Selbst EXIF, was der meistverwandte Standard für Bilder ist, hat nicht wirklich genug Nutzen. Es hat nicht genügend Tools, um es zu bedienen. Wenn man etwas in einen Foto-Editor lädt und etwas verändert und dann speichert, gehen diese Informationen oft verloren, weil die ganzen Tools erstens nicht darauf ausgelegt sind, alle Metadaten zu erhalten. Das Embedded Metadata Manifesto von der Telekommunikationsorganisation der Internationalen. Die haben eine Studie gemacht von sozialen Netzwerken und sie haben es zu sozialen Plattformen hochgeladen, wieder runtergeladen und was sie sahen, dass in 80% aller Fällen Metadaten verloren gingen. Flickr, 500 Pixel, Twitter, Facebook sind eine der schlimmsten davon. Sie haben sie einfach ignoriert. Google war eine der besseren. Sie haben sich Mühe gegeben, zumindest EXIF und XMP-Informationen zu erhalten, aber einige andere Informationen gingen verloren. Metadaten erhalten, einfach durch die Hoffnung dessen, was man in die Datentei einbettet, kann nicht garantiert werden. Deswegen dachten wir über andere Möglichkeiten nach, wie Menschen Werke verwenden. Und wir hatten den Fall von Copy-Paste uns angeschaut. Clicking copy on it and then going to, you know, like a presentation editor and clicking paste. Ganz häufig nehmen. How can we make the metadata of that image, the information that we need in order to attribute accurately?
be carried over in that operation. Ja, also beim Kopieren und Pasten ist halt die Frage, wie kann man da irgendwie die Metadaten erhalten, wenn man Copy and Paste macht von einem Editor zum anderen. Und das Erste ist, was wir gemacht haben, ist einfach das Clipboarding einfach auch aufzuteilen. Wenn du im Kopier, wenn du ein Bild, JPEG-Bild in den in die Ablage kopierst, sieht der Computer natürlich nur, ah, da ist ein JPEG-Bild. Und wir haben halt, wenn wir beim Kopieraktionen haben wir gleichzeitig die ein RDF-Fragment mit der Metadaten, mit den maschinenlesbaren Metadaten mit kopiert. Und wenn wir dann in einer Programm gepastet haben, dann haben wir auch beides erhalten. Das war der erste Versuch. Später haben wir das geändert und wir haben realisiert, dass es da ein großes Haufen Probleme gibt. Und kürzlich haben wir stattdessen ein HTML-Fragment in die Ablage gesteckt, das eine Referenz hat und so weiter. Da kann man zum Beispiel den Titel und die Lizenz sehen. Ja, wir haben das implementiert in ein paar Tools, GTK, GIMP, XBait, LibreOffice, Alloy Editor, MediGoblin. Und ich bin da recht stolz drauf und glücklich drüber, dass wir so einen Copy-Paste-Szenario in die Nähe davon gebracht haben, wo wir ein Bild online bringen können, kopieren können, in LibreOffice rein tun können und wir haben dann und das zum Beispiel dann weiter in Alloy Editor verarbeiten können und die Metadaten erhalten. Das Problem, das wir hatten, ist beim Implementieren des Ganzen, das bedeutet, dass du den Kern der Applikation veränderst. Man kann das wenn man das implementiert, nicht. Man muss den Kern oder man muss da seine eigene Copy-and-Paste-Funktion implementieren. Und das wird recht schlecht, richtig schnell, richtig anstrengend. Wir haben außerdem im User Interface ein Sichtbarkeitsproblem. Die meisten Applications zeigen die Metadaten nicht. Und was das nächste Problem ist natürlich, dass wenn wir das, was für uns auf dem X-Based System benutzt haben, implementiert haben, hat das bei Windows und Mac natürlich nicht funktioniert. Beim Copy and Paste haben wir LibreOffice Presenter dazu gebracht, beim Presenter sogar dazu gebracht haben, dass es am Ende, also wenn man da ein paar Bilder einfügt und es am Ende dann tatsächlich sichtbar ist. Also man kann Inside Credits machen und dann kann man die Credits anschauen und anzeigen lassen. Das war natürlich ein Riesenaufwand, das zu tun. Und das hat auch bedeutet, dass jede einzelne Applikation, die wir ändern mussten. Und es wurde sehr applikationsspezifisch. Wenn man da etwas in LibreOffice gemacht hat, war es unterschiedlich zu dem, was man in Alloy Editor gemacht hat. Selbst wenn man das abstrahieren konnte in gemeinsame Libraries, aber das war dennoch ziemlich aufwendig. Also haben wir uns gefragt, was wäre die Unix-Art und Weise, das zu tun? Wenn das Problem ist, dass wir Metadaten erhalten und verwalten wollen, warum lösen wir das nicht für X? Warum lösen wir das nicht in der Applikation, sondern lösen das darunterliegende Problem? Dann haben wir angefangen, an etwas zu arbeiten, das Elogio heißt. Elogio ist ein verteilter Katalog von kreativer Arbeit. Und das ist natürlich ein bisschen euphemistisch, aber um ehrlich zu sein, das ist halt ein Metadatenspeicher. Also es ist eine Datenbank, die dazu da ist, Metadaten über kreative Arbeit zu speichern. Wenn man das sich anschaut, dann
kann man sich ein Identifikator des eines Arbeit zu schicken, anzuzeigen und dann sieht man halt einen Locator und einen Link und einen Blockhash und eine spezielle Lizenz. Oder in dem Fall ist es einfach nur ein Public Domain Label. Elojo nutzt W3C Media Annotationen und das ist ein vermutlich ganz okayer Metadata-Standard und ja, liefert eine API und für jedes Bild kannst du die URL dieses Bildes oder den Blockhash dieses Bildes aufrufen. Und wir haben eine Liste der eine Historie der ganzen Arbeiten und wir haben Multimedia Record, weil wir haben bemerkt, dass es natürlich, wenn man ein Base wenn man das wenn man das pastet und auf eine andere Webseite packt, dann kriegt es natürlich eine andere URL oder kriegt eine andere vielleicht auch eine andere Auflösung oder sowas und deswegen brauchen wir mehrere Medien auf ein Werk. Wir haben diese Datenbank mit 22 Millionen Bildern von Wikimedia Commons gestartet und wenn man irgendwo ein Bild von Wikimedia Commons findet, dann kann man das in der Datenbank angucken. Wir haben zwei Browser-Plugins geschafft, die damit mit dieser API interagieren können, aber was fragen wir uns natürlich, was macht das? Wenn du zum Beispiel im Brave browst und das Elojo-Plugin hast, dann wenn du ein Bild siehst, das du interessant findest, kannst du die Elojo Sidebar öffnen und kannst das Bild identifizieren. Und wenn das Bild Teil von Elojo ist, und in dem Fall dann auch Teil von Wikimedia Commons, dann kriegst du auch das Bild, die Informationen über das Bild, den Titel, den Autor und die Lizenz dazu. Das wird die freie Kulturlizenzen werden grün markiert. Ja, es ist. Du hast außerdem die Möglichkeit, dieses Bild als HTML-Datei kopieren und dieses gleich direkt in LibreOffice kopieren und das wird auch gleichzeitig die Attribution gleich mit behalten und das funktioniert alles mit nur einem Browser-Plugin. Na, was fragen wir uns, was das Problem ist? Dass die, wenn man ein Bild identifiziert, das verkleinert oder vergrößert wurde, wie wir das tun, hängt stark davon ab, wie der Algorithmus mit dem Matching läuft. Für Elojo wollten wir einen Algorithmus, der sehr leicht war, der nicht viele Ressourcen brauchte und der ausgerechnet werden konnte im Browser und der einen Wert generieren würde für ein Bild, das sich niemals verändern würde, selbst wenn du das Bild vergrößerst und verkleinerst. Und idealerweise sollte es so wenig wie möglich False Positives generieren. Die Art und Weise, wie unser Algorithmus funktioniert, ist solltet ihr euch mal anschauen, wie es funktioniert. Das ist der Alexanderplatz im 18. Jahrhundert in Berlin. Und wir haben dieses Bild in 16x16 Zellen. Also 256, das sind die Bits und das ist unser Hash, den wir generieren. Wir haben das segmentiert und für jede Zelle errechnen wir die Summe aller Pixel in dieser Zelle. Wir machen das für alle Zellen. Wir kriegen irgendwie sowas, einen Haufen Nummern. Wir errechnen den Median aller Nummern. Und dann gehen wir durch jede einzelne Zelle und fragen uns, ob diese Zelle über oder unter diesem Medium ist und dann erreichen wir daraus eine 0 oder eine 1 und dann haben wir daraus einen Hash und das ist unser Hash. Ja. Das ist sehr simpel, sehr effizient, braucht kaum Zeit und dann haben wir irgendwie zwei Hashes.
Das ist das erste Bild, das wir vom Alexanderplatz haben. Das ist 640x326 und das zweite ist das gleiche Bild umskaliert auf 200x102 Pixel. Und du wirst sehen, dass sie ähnlich aussehen, aber sind nicht identisch. Manche Sachen ändern sich, aber sind nicht identisch. Aber sie unterscheiden sich auch nicht so stark. Wenn man das jetzt groß erweitert, sie sind auf 6 Positionen anders. Aber zwischen großen und der kleinen Größe. Und wir kommen von der Erfahrung, dass wir sagen, wenn etwas 6-Bit oder 10-Bit Unterschied oder 10-Bit unterschiedlich sind, dann können wir uns ziemlich sicher sein, dass das Bild gleich ist. Leider kommt die Realität und beißt dich in den Hintern. Und das ist mein Sohn in Griechenland vor ein paar Tagen. Und er repräsentiert von etwas, was Leute gerne machen. Leute machen Bilder von Kindern am Strand und von Skylines und die haben alle etwas gemeinsam, nämlich dass sie einen hellen oberen Teil und dann einen sehr kontraststarken niedrigen Teil. Wenn du einen sehr hellen Teil hast, dann wenn du daraus Nummern schaffst, dann hast du sehr niedrige Nummern unten und dann hast du sehr hohe Nummern unten oben. Wenn du daraus ein Median machst, wird es irgendwo in der Mitte sein. Und wenn du dann überprüfst, dann ist etwas, dann hast du oben, wenn du das überprüfst hast und daraus einen Hash machst, dann hast du oben ganz viele Nullen und unten ganz viele Einsen. Diese Informationen sind dann einfach verloren, weil sie übersteuert werden. Dies war der ursprüngliche Block-Hash-Algorithmus, als wir es direkt aus der Forschungsliteratur umgesetzt haben. Wir haben diesen Algorithmus geändert und auf eine sehr einfache Art geändert. Wir haben ihn aufgeteilt, dieses Feld, in 4 unterschiedliche horizontale Blöcke aufgeteilt. Und wir machen die Mittelwertsberechnung nicht für das ganze Bild, sondern für jeden Block. Das bedeutet, dass selbst wenn der erste Block nur blauer Himmel ist, dann hat selbst dieser blaue Himmel noch gewisse Variationen. Und wenn wir daraus den Mittelwert rechnen und dann die Bitberechnung machen, dem kriegen wir viel mehr Kontrast und viel mehr Details. Das ist der Weg, wie der Block-Hash-Algorithmus funktioniert. Und es gibt uns Hasche wie diese. Also viel mehr Details für das gleiche Bild. Wir sind weiterhin, kriegen immer noch Kollisionen. Das ist unvermeidbar. Wir kriegen in etwa 1% aller Fälle Kollisionen. Von etwa 100.000 Bildern aus dem Internet haben wir unseren Algorithmus darüber aufgeführt und damit verglichen. Und mit dieser 1% Kollision bedeutet, dass 2 Bilder oder mehr den gleichen Hash generieren, einen identischen Hash. Aber in 84% aller Fälle redet man über 2 oder 3 Bilder, die gleich sind. Und aus unserer Sicht ist das allgemein akzeptabel. Und das sind zudem auch Zufallsbilder. Das bedeutet Cliparts, Karten, die vielleicht nur in sehr kleinen Details sich ändern, können hier das Ergebnis verfälschen. Wir sehen auch einige falsche Positive. Das sind Bilder, die erkannt werden als ähnlich, ohne dies zu sein, weil der Algorithmus zu nahe Treffer dafür generiert. Wenn wir die Maximaldistanz bis zu 10 Bits Varianz erlauben, als gleiches, dann kriegen wir etwa 1,8% falsche Positive. Wir können das substanziell runterkriegen, wenn wir die Distanz, die wir erlauben, herunterdrehen, wie 3 oder 5, dann kriegen wir 0,05% oder 0,175%. Also irgendwo da glauben wir, dass wir relativ gut liegen. Was über abgeleitete Werke? Was über Cliparts? Vergiss es. Abgeleitete Werke, also Bilder, wo man zum Beispiel einen Rahmen drum macht, Bilder, dass man zuschneidet. Wenn man den Algorithmus sich vorstellt, dann erkennt man sofort, wenn man das Bild beschneidet, erstellt es einen sehr anderen Hash. Deswegen haben wir das Limit gesetzt für uns,
darauf, dass wir unser Bestes tun werden, um direkt Kopie, das Beste zu erreichen, was direkt Kopien machen können, so dass man skalieren kann, so viel man will, wie man will, dass man das die Dateiformat ändert, GIF zu PNG und so weiter. Aber wenn man ein Derivativwerk, ein neues Werk daraus macht, dann haben wir keine Chance, das zu erkennen. Das gleiche wie bei Cliparts, Diagramme oder Graphen, wo man große weiße Bereiche oder schwarze Bereiche hat und nur ein paar Zeilen. Da machen wir einen schlechten Job mit, weil wir hier diese Hochkontrastebenen haben. Aber wir kriegen etwas, das extrem schnell ist, mit sehr kleinen Hashes, das sehr, sehr schnell ist. Und man kann das alles auf blockhash.io sehen. Unfortunately, sich selber anschauen. Leider sind 22 Millionen Bilder nicht Millionen Bilder. Und das ist die Größe, die wir bräuchten, um das sinnvoll zu machen. Es ist nur ein kleiner Anteil der Bilder, die wir benötigen, um es sinnvoll zu machen. Der Jahresbericht, Bericht von Facebook, der veröffentlicht wurde, sagte, Entschuldigung, die Größe der Allmende ist momentan etwa in der Größenordnung von 500 Millionen Bildern. Und ich schätze, dass es etwa eine halbe Billiarde Bilder gibt. Milliarde. Danke. Nun, um auf eine halbe Milliarde Bilder zu kommen, ist nicht so schwierig für die Datenbank, das können wir einfach tun, aber wir reden über die Suche, über die Hash-Suche. Wir suchen nach einem Hashwert, wo wir erlauben, dass bis zu 10 Bits Differenz erreicht werden. Wenn wir sagen, dass wir keine Differenz erlauben, das wäre eine sehr einfache Suche, weil jede Datenbank kann über eindeutige Werte suchen. Das ist kein Problem. Aber wenn man nach einer Ähnlichkeit sucht, dann wird das ein ganz anderes Problem. Wir fanden Forschung, um uns weiterzuhelfen. Dieser Algorithmus kommt überraschenderweise von Google, der nennt sich HM Search. Er partitioniert die Hash-Werte in so einer Art, dass man vermeidet, alle 22 Millionen zu durchsuchen. Für jeden Hash, den man auf diesen Algorithmus wirft, kriegt man ein paar tausend möglicher Matches zurück, Treffer zurück, und man muss dann nur noch die verbleibenden sichten, um zu sehen, ob es wirkliche Treffer gibt oder nicht. Auch das ist auf GitHub hmsearch.io. Wie geht es nun weiter? Das Erste, was wir tun wollen, über die Skalierung hinaus auf 500 Millionen Werke, ist das Schreiben, Lesen, Bit zu flippen. Weil momentan hat das API zwar die Möglichkeit, Informationen zu editieren in der Logio. Wir haben das bisher noch nicht aktiviert. Wir haben bisher Informationen von Wikimedia Commons genommen und das wie ein Nur-Lesen-Repository hineingetan. Und wir sind momentan auf die Wikimedia Commons-Leute angewiesen für die Aktualisierung der Informationen, sodass es in der Logio kommt. Aber dieses Bit umzuschalten und es schreibbar zu machen, wird es dies verändern. Wir müssen Logio auch erweitern, um nicht nur Bilder zu unterstützen. Und dann skaliert dies natürlich sehr stark über eine halbe Milliarde. Und wir wollen direkten Unterstützung für die API, um zurückzugehen auf die Applikationsseite, um zu sehen, wenn man Bearbeitung der Metadaten halt sichergestellt hat, wie können wir das nun in der Applikation wieder rückintegrieren? Aber wie hängt das nun mit dem Urheberrecht zusammen? Nun, es ist einfach, sich Logio als Urheberrechtsregistrar vorzustellen. Und ich verspreche, das ist es nicht. Ein Urheberrechtsregistrar ist etwas, was ich grundlegend ablehne. Es ist der Ansatz von jemandem, eine autoritative Datenbank zu bauen, wer welche kreativen Werke besitzt. Logio ist das nicht. Es ist kein Urheberrechtsregistrar. Es ist gebaut als Community gebautes Registrar mit der impliziten Annahme von Respekt.
Wir haben das von Wikimedia gelernt. Es gibt einen Grund, dass Leute Informationen beitragen. Es gibt einen Grund, warum Leute sich viel Mühe machen, um die Metadaten auf Wikimedia Commons up-to-date zu halten und verlässlich. Weil es eine implizite Vereinbarung gibt, dass wir den Autor respektieren wollen. Wir wollen den Autor so weit respektieren, dass er genannt wird. Wir wollen das nicht verlieren. Now, Elogio in this way. Elogio ist auf diese Art einen kleinen Schritt zur Seite zu einer Initiative wie Creative Commons, weil da geht es direkt um die Lizenzen. Und dort war es ein Versuch, sich innerhalb dem bestehenden Urheberrechtsregime zu arbeiten. Und gegeben der Zeiten in 2001 haben wir Urheberrecht, ihr wollt teilen, wie können wir innerhalb dieses Systems arbeiten, um die rechtlichen Tools zu geben, um das möglich zu machen. Ich glaube, dass wir an das Ende zu Urheberrecht, wie wir es kommen werden jetzt. Ein Wahlspruch in letzter Zeit. Wahlspruch in der Open-Source-Gemeinde ist gewesen in letzter Zeit die Post-Open-Source-Zeit. Gesellschaft. Und die Antwort ist hier, tu es einfach auf GitHub. Ich denke, dass wir auch das Gleiche sehen in der kreativen Sphäre. Urheberrecht verliert seine Wichtigkeit von Tag zu Tag. Und wir kommen zu einem Punkt in der Zeit, wo wir binnen 5 oder 10 Jahren, bin ich mir ziemlich sicher, dass das Europäische Parlament und andere Parlamente in der ganzen Welt Schritte unternehmen werden, Ausnahmen gegenüber dem Urheberrecht schaffen werden, zum Beispiel um private Benutzung besser zu erlauben. Das Urheberrecht verändert sich alt, also, und Elogio ist also ein Tool, das wir genau brauchen auf dem Weg. Elogio geht um Post-Copyright-Lizenzierung. Elogio ist es egal, welche Lizenz etwas hat. Wenn du Informationen über die Lizenz aufnehmen willst, dann ist Elogio da. Aber die Lizenz ist nicht unbedingt wichtig. Das Wichtige bei einem Werk ist die Herkunft, wer es eigentlich geschaffen hat. Von daher nehmen wir uns sehr, sehr viel Zeit bei Elogio, um den Autor zu respektieren. Und wir kümmern uns da stark drum. Und solange wir klar attribuieren, haben wir gewonnen. Also solange es Tools wie Elogio gibt, können wir der Welt zeigen, dass es uns wichtig, dass Autoren uns wichtig sind. Nicht um Urheberrecht, aber um Autoren. Wir können der Welt zeigen, dass wir die Herkunft kontrollieren, dass wir uns aufzeichnen, woher die Werke kommen, woher sie was sie machen, was damit gemacht werden und faire Attribution den Autoren zukommen lassen. Ich glaube, dass wir Autoren respektieren, wenn wir sie respektieren, attribuieren, das aufzeichnen und ehrlich sind. Es wird einfacher für Autoren, dieses in die Commons hinzuzufügen. Und das ist viel einfacher. Ja, ich habe hier ein Werk gemacht, macht, was ihr wollt, aber ich will halt dafür Respekt oder Attribution erhalten. Wenn wir die Werke respektieren, dann wird auch der Wert erhöht und die Bedeutung von digitalen Werken. Und nur, dass ihr wisst, dass dieses Bild, das ich euch gezeigt habe, von Randall Monroe ist, hat den Wert dessen geändert. Und wenn wir das machen als Community, dann können die Copyright-Inhaber, Urheberrechtsinhaber,
dann verlieren die auch ihr momentan exklusives Recht, vorher zu sagen. Sie sagen uns momentan, dass wir die Besitzer sind oder Sie sind die Besitzer sind von der Kultur und die wir um uns herum haben und Tools wie Illogio, wo wir als Community zusammenkommen und sagen, wir wissen, wer dieses Werk geschaffen haben und wir nehmen, wir kümmern uns darum, dass wir das, dass wir uns erkenntlich zeigen. Das, ja, dann ja, also kurz und gut, Dankeschön fürs Zuhören. Wir haben jetzt noch ein paar Fragen. 15 Minuten für ein paar Fragen. Ja. Thorsten Kleins am Mikrofon da unten. Hello. Thank you very much for your talk. Danke für die Frage. Ich bin interessiert an der Funktion, aber ich sehe nicht, wie diese Funktion in Desktop Applikation nützlich sein kann. Ich kann ich brauche es nicht nur im LibreOffice, sondern ich brauche etwas in WordPress, in Flickr, in Facebook. Habt ihr mit diesen Plattformen geredet? Das ist das, was ich am Anfang herausgegeben habe. Um es wirklich nützlich zu machen, brauchen wir die Unterstützung von Tools. Wir brauchen die Unterstützung in Applikationen, die die Leute jeden Tag verwenden. Und das ist der eine Grund, warum wir unseren Ansatz geändert haben, um Informationen aus dem Clipboard zu nehmen. Weil das als HTML-Fragment rauszunehmen, zeigt, dass es funktioniert in LibreOffice, in WordPress, es funktioniert in Microsoft Office, es funktioniert in einer breiten Palette von Tools, standardmäßig, weil die meisten Tools HTML verarbeiten können. Das ist nicht die ganze Geschichte. Um die Metadaten nutzbar zu machen, die mitgereicht werden und etwas Intelligentes damit zu machen, braucht man weiterhin Applikationsunterstützung. Und wir haben mit der LibreOffice-Community geredet, wir haben diese Diskussionen begonnen und sie kommen langsam hinterher. Aber leider ist die Bereitschaft und und das, was möglich ist, noch nicht so weit, bis etwas Sinnvolles dabei zustande kommt. Okay, so the next question. Nächste Frage. Danke. Gibt es irgendwelche Pläne, Bilder verfolgbar zu sein, nachdem sie zusammengeschnitten wurden? Und habt ihr mal angeschaut, wie YouTube das macht? Weil die scheinen ja ganz gut drin zu sein. Also wir haben uns das angeschaut auf unterschiedliche Arten und Weisen, wie man die Berechnungen machen kann, um Bilder zu entdecken, die beschnitten oder verändert wurden auf irgendeine andere Art und Weise. Leider ist aus unserer Perspektive nicht möglich mit den Algorithmen, die verfügbar sind. Sie sind entweder geheim oder patentiert. Und die Implementierung in freier und Open Source Software ist damit ein absoluter No-Go. Es wird besser, es gibt Forschung, die das möglich machen soll. Und wir suchen weiterhin nach der Veränderung von Algorithmen, Verbesserungen. Aber es ist noch sehr weit von dem Entdecken, ein derivatives Werk zu erkennen. Mikrofon 2. Hallo. Thank you for your work on Danke für die Frage, für die Arbeit auf der Frontend-Sache und im Workflow. Ich habe eine Frage über verteilte Datenbanken und Community-Curated Direction. Der Fokus scheint auf sehr spezifischen Projekten zu sein. Wie könnte das skalierbar sein, um mehr Quellen involviert zu kriegen und wärt ihr offen für andere Bibliotheken, Archive, europäische Projekte, warum immer ihr darüber nachdenken könnt? Was wäre das langfristige Ziel? Es gibt zwei Communities, zwei Repositories, um die Informationen nach Illogio zu kriegen. Das eine ist Rubiana. Das fängt viele der Galerien und Bibliotheken. Die andere ist Creative Set. Ein Teil Urheberrechtsregistrar, um diese Informationen herauszukriegen. Aber weiterhin gibt es immer nur noch spezifische Sammlungen, nur Leseninformationen. Und der nächste weitere Schritt ist, die Schreibbarkeit einem zu ermöglichen. Und wir sind ehrlich gesagt nicht ganz sicher, wie das aussehen würde. Geht man zum Beispiel mit potenziellen Konflikten um, wenn mehrere Leute immer wieder dieselben Sachen verändert? Wir müssen gucken, was Wikipedia tut.
welche Rahmenbedingungen und Richtlinien sie haben und, sie haben und ob wir die replizieren können. Und um zu skalieren und das zu verteilen, haben wir von Anfang an gesagt, dass der Identifier, den wir verwenden für im Allogic Catalog, ist eine URL. Das bedeutet, dass jeder einen Katalog einrichten kann und sein eigenes URL-Schema für diesen Katalog haben kann. Solange sie die API nicht verändern, wenn sie die URL haben, ist es egal, welchen Katalog man abfragt. Sie kriegen sie so oder so. Number four. Es gibt eine Frage, ein Comment um die URL-Sache. Wir wollen vermutlich etwas, was 100, 200 Jahre überleben kann. Ob das dadurch gelöst wird, dass wir URLs, wie wir sie heute haben, es könnte ein paar Probleme geben. Und die Frage ist auch, ob das auch auf Bücher und Videos und so weiter appliziert werden, Musik appliziert werden kann. Und dann gibt es dann gab es noch einen technischen Kommentar. Alle Hash-Funktionen sollten One-Pass sein. Ja, das sollte einen technischen Kommentar geben. Okay. Ich versuche, ob ich mich an die drei Dinge erinnern kann. Okay, so on the Hashbit, yes. Beim Hashbit, ja. We work quite a lot. Wir arbeiten viel mit dem spezifischen Algorithmus dabei. Und jetzt denken wir, dass wir einen Weg gefunden haben, der am besten in unserer Umgebung funktioniert. Wir haben das auch dokumentiert als RIN RFC. Und es hat eine sehr spezifische Definition, dass wenn man etwas einen Blockhash nennt, dann muss man dieser Spezifikation folgen. Nun, okay, I'm sorry. Could you go back Entschuldigung, zurück zu Ihrer ersten Frage. Yes, the URL. Genau, die URL. Ich habe etwas kurz übersprungen, als ich sagte, dass alles über eine URL identifiziert wird. Weil, als ich am Anfang gesagt habe vom Vortrag, dass wir wissen, dass jegliche Metadaten sehr schnell entfernt werden. Und selbst wenn wir alles, was wir brauchen, was nur eine URL ist, ein Identifier, den wir benötigen, der kann auch herausgenommen werden. Deswegen ist das nicht die endgültige Lösung zu irgendetwas. Wir brauchen noch unterschiedliche Ansätze zur Identifikation von Werken. Das Einzige, was ich dort sagen würde, ist, dass mit der URL wir zumindest sicherstellen können, dass dies über unterschiedliche Kataloge verteilt werden kann. Und der zweite Punkt war? Ich glaube, die Überlebbarkeit, wenn ich mich richtig erinnere. Other works, yes, thank you. Other works, andere Werke. Non-images, right. Okay. Nicht Bilder. Okay. Einer der Gründe, warum es so viele Metadatenstandards gibt, ist, dass es so viele unterschiedliche Arten von Werken gibt. Was relevant ist für Bilder in Bezug auf Metadaten, ist nicht relevant für klassische Musik. Was relevant für klassische Musik ist, ist in Bezug auf Autor, wer welches Instrument spielt, welche Instrumente verfügbar sind, ist nicht relevant für Popmusik. Das ist der Grund, warum diese ganzen Standards entwickelt wurden. Einer der Gründe. Und wir glauben, dass wenn man die W3C Media Annotation verwendet, uns unterschiedliche Typen von Werken abzudecken, aber man muss noch viel weiter darüber nachdenken, welche Information wirklich wichtig ist, über welche Art von Werken und wie sehen die Metadatenstandards dazu aus. Das ist aber ein größerer Teil der Arbeit. So, there's one question from the Internet. Yes, thank you. Eine Frage aus dem Internet. Warum arbeitet ihr nicht mit Daten aus anderen Quellen wie Flickr? Da gibt es ja auch ganz viele Informationen. Ja, wir tun wir in der Tat. Wir haben bisher noch keinen Ort, aber wir reden mit Flickr, wir kommunizieren, wie wir die Informationen kriegen können, wie wir sie in unser System integrieren können. Abhängig davon, wie es laufen wird, bin ich relativ positiv, dass wir das integrieren können werden und über dieselbe API anbieten können werden. Leider oder glücklicherweise für uns, ist Flickr eine Riesenressource. Über 300 Millionen Bilder. Und das bedeutet, dass
auch wenn wir ein Jahr bräuchten, einen Katalog mit für, selbst wenn wir uns ein Jahr Zeit lassen würden, würden wir 1 Million Werke pro Tag reinnehmen. Und wir können theoretisch 6 Millionen Werke pro Tag reinnehmen, aber wir nehmen aber mehrere Monate Arbeit, wenn wir das wirklich tun wollen würden. So, any more question? Weitere Fragen? There are additional one from the internet? Weitere Fragen vom Internet? If you have questions, I'll be available up here for a little bit more after the talk. We also have some Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie nach dem Vortrag direkt hierher kommen. Wir haben auch noch Material hier vorne. Bei Lerner. Das kann ich abholen. Danke, Jonas. Das beendet jetzt.